Frenkel frotzelt. Heute. Skyrim ferngesteuert. Dann werde ich jetzt mal versuchen, nach Rifthorn zu reisen gleich, weil ich ja da, wie ich vermute, meine Freundin Lydia vergessen habe. Chuck. Du kannst nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Ach du Schande, ich fürchte, ich weiß, was die meinen. Der blöde Drache ist hier irgendwo wahrscheinlich. Verdammt, verdammt. Moment. Jetzt gehe ich erst nochmal da rein. Und werde dort kurz verharren. Weil wenn der Drache jetzt wirklich stunk will, dann wäre es ganz gut, wenn ich meinen Berserker-Modus hätte. Den habe ich natürlich irgendwie erst für den anderen Drachen von vor ein paar Minuten erst irgendwie verwendet. Das heißt, ich muss jetzt erstmal 24 Stunden warten oder so, ne? Genau. Und dann habe ich meinen Berserker-Modus wieder und dann habe ich vielleicht eine bessere Chance. Ne, habe ich sogar ziemlich sicher eine bessere Chance. Also ohne den wäre es ein bisschen hart. Weil Lydia ist ja nicht da! Den Berserker-Rausch kann ich halt nur alle 24 Stunden verwenden. Das ist es halt. So. Genau, der Blutdrache. Dann werde ich den jetzt mal abmurksen, hoffe ich. Komm, wo bist du? Habe ich irgendwie einen Spruch, der mir irgendwas bringt gerade? Nö, natürlich nicht. Nö, bringt mir alles nichts. Verdammt. Drache! Wo bist du? Oder ist er jetzt weg? Und ich kann doch nach Rifthorn? Das wäre ja super. Einfach mal 24 Stunden gewartet. Einfach mal ausgesessen wie ein Politiker. Und alles wird gut. Ja, wie gesagt, damit haben Politiker auch Erfolg. Einfach warten. Ewig warten. Und dann kommt man schon weiter. Ach, bin ich ein schlauer Kerl heute wieder. Mann, Mann, Mann. Ich krieg mich nicht mehr ein. So, also. Jetzt gehen wir nach Rifthorn, weil ich da, wie gesagt, ich vermute, meine holde Lydia hab stehen lassen. Und die möchte ich natürlich doch ganz gern abholen. Aha, ich sehe es schon. Verflucht! Dein Begleiter möchte nicht länger warten und geht. Shit! Das heißt, Lydia ist weg. Verflucht, verflucht, verflucht. Wo finde ich die jetzt? Ich muss mal sicherheitshalber trotzdem nochmal nachschauen. Da, wo ich sie abgeladen habe. Wo ich sie besser gesagt versehentlich zurückgelassen habe. Vielleicht ist sie ja noch in der Nähe. Hier irgendwo vielleicht. Lydia! Gibt es irgendeinen Rufknopf? Das ist aber auch ärgerlich. Da drüben. Ist sie das? Mir gehört der Fleisch und Gemüse. Lydia! Oh Gott sei Dank! Oh Gott sei Dank! Oh Gott sei Dank! Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich jetzt bin. Ach du lieber Gott. Ich brauche dich nämlich. Ich krieg mich kaum mehr ein. Hurra! Ich muss mal kurz hüpfen. Lalala, ich habe Lydia wieder gefunden. So. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal schnell hier in diesen Laden und gucken, ob wir ein bisschen was verkaufen können hier. Ein Kampf im Rattenweg, aber die Berichte darüber sind eher. Tach. Wollt wohl sehen, wie Balimond wahre Wunder mit dem Stahlvollbrenn tut. Verkaufst du nichts oder was? Das Schmieden liegt mir seit. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Okay, ich muss das ein bisschen doof anlabern. Vielleicht verkauft man dann was. Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Ja, okay, Feuersalze kann ich dir besorgen. Ich kann es zumindest behaupten, danke, dass ich dir besorgen kann. Ich kann es dir besorgen. Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. So, kann ich jetzt trotzdem irgendwie? Die Leute sagen, wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, kann ich den jetzt nichts verkaufen? Was führt euch heute zu Bali? Mist! Eine Reparatur. Willkommen in Riff. Wollt ihr etwas kaufen? Vielleicht da drin? Boah, Leute, ich kann euch sagen, ich bin so froh, dass ich die Lydia wieder gefunden habe. Hallo?
Alimond nahm mich zu sich und okay. war sehr gut zu mir. Kann ich auch nichts kaufen, so ein Mist. Ich weiß nicht warum, aber er glaubt, dass aus mir auch einmal ein... Das ist ja jetzt mal ärgerlich. Hallo du? Der Geruch einer Weißen. Kann ich bei dir nichts kaufen? Such dir eine Rüstung. Ah! Werft einen Blick darauf. Habe ich das die ganze Zeit übersehen? Naja, ich würde es mir zutrauen. So ein Schussel, wie ich bin. Okay, was können wir denn verkaufen? Ah, genau, ich habe ja dieses neue Schwert. Dann kann ich diesen Elfenstreitkolben jetzt verkaufen. Und da haben wir auch noch so einiges zum Verdickern. Zack, weg. Den Klingenhelm brauchen wir auch nicht mehr. Das Schild schon gleich gar nicht. Weg. Alles weg, was geht. Kann ich dem noch irgendwas verkaufen? Nein. So, der Vollständigkeit halber gucke ich jetzt mal nach, ob der vielleicht irgendwas hat, was mich eventuell interessieren könnte. Nö. Nur langweiliges Zeug. Das müssen echte Feuer sein. So, jetzt rüsten wir noch hier unsere schöne Waffe aus, unsere neue. Machen sie als Favorit und setzen sie auf 1. Er erkennt den Unterschied. So. Jetzt müsste es doch klappen, ne? Chuck. 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 Die Wache wird vielleicht nervös, wenn jawohl, der Mann funktioniert alles einwandfrei. Ist ja gut. Gut, dann muss ich. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich wollte zur Akademie von Winterfeste, weil diese. Weil ich mir erhoffe, dass ich dort ein paar Zaubersprüche kaufen kann, die mir mal wirklich was nützen und nicht solche Pille-Palle-Killefick-Sprüche. Jetzt war ich in der Ecke allerdings noch nicht. Jetzt muss ich wohl irgendwie erst nach Dämmerstein reisen und von Dämmerstein dann zu Fuß darüber. Okay. Kann ich zwischendurch noch irgendwas verkaufen? Vielleicht hier? Ach, das ist nur eine Kneipe. Lydia, bitte verlass mich nie wieder, bitte! Dann werden wir jetzt einfach mal... Wo reisen wir hin? Ich muss noch ein paar Sachen verkaufen. Ich verkaufe... Ja, okay. Erst muss ich Sachen verkaufen. Es hilft alles nichts, sonst habe ich da zu viel geschleppt. Also, auf geht's! Oh Mann, was hätte ich nur gemacht, wenn ich die Lydia... nicht mehr gefunden hätte. Das wäre echt schlimm gewesen. Hätte ja sein können, dass sie total beleidigt ist, weil ich sie vergessen habe, ne? Mann, hab ich einen Dusel. Ich glaube, ich muss mir wirklich einen Hund kaufen, den ich irgendwie zwischendurch Gassi führen kann, wenn die Ladezeiten mich in den Wahnsinn treiben. Da kann ich dann in der Zwischenzeit echt viermal um Block rum. Ich bin direkt hinter euch. Und da muss ich glatt nochmal. Ich habe geschworen, gucken. Eure Last zu tragen. Ja, das ist sehr schön. Ich glaube, ich habe nämlich noch mehr von der Sorte. Mittlerweile. Warum sollte ich das mit mir rumschleppen? Wenn Lydia doch eine so tolle Schlepperin ist. Und wieder ein paar Blumen gepflückt. So, komm. Bisschen schneller hier. Zack, zack. Mann, da... Flackern die Texturen, aber irgendwie ganz ätzend gerade. Ja, wie in der Disco. Disco, Disco. So, gib mir dein Weizen und Blasenpilz. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphi. Werft einen Blick darauf.
Also gut. So, jetzt wieder ein bisschen alchimieren. Vor allen Dingen das hier natürlich. Ist das Wichtigste. Ja, Wahnsinn. Lähmen. Habe ich ja mal was Wichtiges entdeckt, offensichtlich. Muss ich doch dann auch gleich mal angucken, ob ich das auf meine Waffe streichen kann. So, das war's. Genau, gucken wir doch mal gleich an, was das hier für ein Zeugs hier war. Lähmen, Giftlähmen. Das sieht doch gut aus. Das behalte ich auf jeden Fall. Denn das sieht mir doch... Frostbistgift kannst du doch vergessen, oder? Naja. Was haben wir denn da noch alles? Das brauche ich nicht unbedingt. Das hebe ich auf jeden Fall auf. Falschen auch. Den Rest kann man verkaufen. Okidoki. Ich glaube, ich muss mal gelegentlich einen neuen Grafikkartentreiber installieren. Das sieht mir nicht gesund aus hier. Aber gerade habe ich keinen Bock. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen. Für manche ist es Ram. Ja, ist gut, komm. Für mich sind es Schätze. Komm, Burschi. Nimmst du mal den Amethyst an dich, oder? Gut, den Seelenstein, der ist leer, den kannst du auch haben. Was haben wir hier noch? Bücher, die wir nicht mehr brauchen. So, die behalte ich alle mal. Das ist alles Gas, das bringt mir nichts. Unsichtbarkeit will ich behalten. Krankheitsheilung auch. Das brauche ich nie, oder ich benutze es zumindest nie. Die Resistenz gegen Krankheiten. Das ist natürlich eigentlich nicht so übel, aber... Verkaufen wir erst einmal das andere Zeug. So viel hat er nicht mehr, ne? So viel hat er nicht mehr. Vielleicht hat er was zum Verkaufen. Was Dolles. Zerstörung nützt mir nichts. Das ist alles blöde. Nee, der hat nichts, was ich irgendwie wirklich nützlich fände. So. Dann noch schnell rüber zum Schmied gehuscht. Auch dir eine neue Klinge? Ach, sag bloß, jetzt ist gerade die Einkaufszeit vorbei. Oh, zum Kotzen. Kurz warten. Geht ja schnell. Ne? So, wo ist er? Halt, falsche Taste. Da ist er. Kann ich jetzt schon was kaufen bei dir? Braucht ihr eine neue Klinge? Ach, jetzt muss ich noch warten, bis er davor latscht. Boah, dieses Flackern ist echt widerlich. Dann gehe ich jetzt doch mal kurz raus. Ich speichere schnell und werde mal schauen, was mein Grafikkartentreiber macht, weil das ist ja kein Spaß so. Gut. Jetzt haben wir einen neuen Grafikkartentreiber installiert. Was auch immer ihr benötigt. Gucken wir mal. Sehr gut. Kein Texturflimmern mehr. Hurra, hurra, hurra. Was so ein Grafikkartentreiber doch alles bewirken kann. Gut, dann mache ich für heute mal Schluss und werde noch ein paar Sachen verkaufen gehen und dann sehen wir uns gelegentlich wieder. Bis denne.